Was? Weißt du es? Alter, Walter, siehst du es? Cash and siehst du es? Ha, die Stunde hat geschlagen. Magneto ist wieder am Start. Heute mal wieder bei bestem Magnetfischwetter hier an der Elbe. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier gibt es jede Woche ein schönes Video vom Magnetfischen, vom Sondeln oder vom Unterwasser-Metal-Detecting, wie auch immer. Könnt ihr alles auf meinem Kanal sehen. Schön, dass ihr wieder da seid. Bombastisch. Besser geht's nicht. 30 Grad, schönes Wetter. Magnet Barbarian am Start von Magneta. Aktiviert die Glocke, das soll Glück bringen. Und wer Lust hat, klick, 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 abonniert gleich den Kanal mit hinterher. Soll noch mehr Glück bringen. Ich würde sagen, Magnets away, aber wenn ihr hier runter gucken. Na? Ach, der erste Wurf geht vorhin von hier oben ins Wasser, okay? Mal schauen. Magnets away, wünscht mir Glück. Jawoll! So, dann würde ich sagen, let's go! Ja! Yeah. Hier war ich noch nicht an dieser Stelle. Extra für uns geht's los. Es steigt wahrscheinlich noch Rauch auf. Oder die Polizei kommt. So, an der Stelle war ich noch nicht. Wir gehen gleich runter. Das ist sonst Quatsch, den Magneten hier immer hoch zu eiern. Außerdem ist da unten Schatten. So, was haben wir denn als allerersten Fund? Einen Kronkorken und sonst nichts weiter. Noch eine Schraube oder sowas. Gut, wir holen euch dazu, wenn es was Tolles gibt. Letztes Video, ich verlinke das mal hier oben, klick. Das war das Video, so viele Messer. Ich glaube 8 Messer oder so hatte ich dran. Und einmal da, ups. Einmal 3 an einem Magneten. Das hatte ich vorher auch noch nicht. Könnt ihr euch gerne angucken. So, und jetzt sind wir gespannt. Vielleicht war hier auch schon jemand. Wir wissen es nicht. Wir werden es sehen. Ich warte immer noch aufs erste Fahrrad. Ich warte immer noch aufs erste Handy. Ja, ihr wisst Bescheid. Eingefleischte Magneto-Fans wissen, ah, der hat noch nicht mal ein Handy gehabt. Ja, ich werde gedisst in der Szene. So ist es halt. Der Schrottsammler, oder? Ja, in der Magnetfischszene ist das schon so belächelt. So, da haben wir was. Hui! Ah, wie er unschwer zu erkennen scheint, ist das hier kein mittelalterliches Schwert. Nein, es ist ein Stück Metall. 2 Stück Metall. Und hier haben wir noch eine Schraube. M10. Ist da eine Schraube mit Mutter. Kronkorken, wahrscheinlich aus der schönsten Brauerei Deutschlands, die da oben ist, sieht man jetzt nicht. Ihr wisst Bescheid, welche das ist, ne? Die mit dem goldenen Zeug auf dem Kronkorken. Na gut. Wir gehen dann auch mal am Schiff lang. Schiff wird cool. Oh, was ist hier? Schau mal. Ah, ich dachte schon. Ah, na hier, aber guck mal. Da denkt man sich, was ist das denn? Und dann ist es doch bloß... Doch nix. Irgendwann werden wir mal mit dem Jetski Magnetangeln. Das wäre was. Einfach hinter sich herziehen, bis es dich runterreißt, weil das Ding plötzlich einfach so aufhört. So, was ist unser heutiges Ziel? Ganz viele Münzen. Ganz viele Münzen, aber bis jetzt ein hübscher Kronkorken. Ich glaube, das ist 4 Vogelpilz, oder? Oh, jetzt habe ich wieder Werbung gemacht. Yippie! So, was haben wir hier? Ja, ein Stück rundes Metall. Das ist bestimmt, was denkst du? Ja. Metall. Schreibt es in die Kommentare. Was denkt ihr? Ich habe mal ein Video gesehen von der Themse, vom Bondi Treasure Hunter, glaube ich. Der ist mit einem Magneten bei Ebbe die Themse lang und ist ja so lang und hat klack, 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 klack gemacht, weil das Ufer da total dreckig ist. Und hier klack, 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 klack.
Ein Gummifisch. Also hier könnte man wahrscheinlich auch lang gehen. Könnte man auch Spaß ausprobieren. Was haben wir jetzt dran? Was ist klack? Naja, hier Steine halt, ne? Ja, cool. Mhm. Cool. Super, super Leiste. Oh ja, toll gemacht. Ah! Hui. Wegen der hohen Flut haben die sich damals böse Strafen ausgedacht. Da haben die einen Strick irgendwie hier rangebunden und wenn die Flut war, konnte das der Verurteilte noch schwimmen und dann kam die Ebbe. Und der Strick war die ganze Zeit um Hals. Von der Themse, oder? Ja, von der Themse. Nicht hier auf der Elbe. Hier, also, hier ist okay, die Ebbe und Flut hält sich hier leicht in Grenzen. Was ist hier los? Noch gar nichts Großes. Nicht mal eine Münze? Instagram? Wirklich? Ah. Ja, genau, da könnt ihr mich auch besuchen. Oder. Kronkorn. Ja, ich muss mich jetzt mal. Ja, du hast recht. Ich muss mich mehr konzentrieren, sonst wird das hier nichts. Concentration. Irgendwas ist dran. Irgendwas ist dran. Ich bin gespannt. Was denkst du? Aber näher ran. Ja, sehen wir. Das ist ein schöner Stein hier. Und das hier? Das ist Kunstwerk kaputt. Ja, das ist keine Pistole, aber auch nicht viel mehr. Wir machen es trotzdem mal das Schnatterwatter ab, um rauszufinden, was es wirklich. Oh, das könnte ein Stück von einem Geländer sein. Oh, das ging ab. Das ist damals hier das große. Das große Geländer ist abgebrochen. Es ist ein Stück von einem. Vielleicht Geländer, ich weiß auch nicht. Könnte auch von einem Dampfer sein, ne? Sichtfund! Sichtfund! Das ist aber ein gutes Bewährungseisen. Guck dir das mal an hier. Das ist aber. 25er Bewährungsstahl. Schönes Ding. Und hier? Gleich noch das nächste hinterher. Verdammt. Schön. Ja. Fühlt sich gut an. Das könnte das Größte für heute sein. Du ziehst gerade den Dampfer ran, oder? Die Dampferkette. Was Großes! Jawohl! Jawohl! Oh, jetzt ist mein Schuh nass. Holz ist mit drin. Ei, Karamba. Das ist aber was Komisches. Und jetzt haben wir hier eine Eisenplatte, sagt mir jetzt nichts. Und das hier, da bin ich mal gespannt. Oh. Schaut euch das mal an. Das ist ein Rohr mit Holz drin und hier so um die Ecke gebogen. Ist das nicht so ein spitzes Ding, was in die Erde reingerappt wird? Weil das dran das Holz da rein? Das könnte sein, das macht Sinn. Und das wird verbogen. Und dann ist es verbogen. Also wenn ihr es genau wisst, was das sein könnte, schreibt es in die Kommentare. Na, ihr wisst, das hilft dem Algorithmus. Es kommt auf jeden Fall aus der Elbe. Wow! Wow! Schwerster und größter Fund bis heute. Aber kleine Fische machen auch Schrott. Kleine Fische machen auch Schrott, das ist gut. Das ist wahrscheinlich eine alte Mutter. Das ist wahrscheinlich eine alte Schraube. Das ist wahrscheinlich ein Stück von einer alten Schraube. Das ist ein Kronkorken. Oh, hier noch eine Schraube. Die sieht neuer aus, ne? Oder Edelstahl. Die ist noch gut. Oh. Aha.
Das sieht aus wie, naja, eine Krampe. In den letzten Magnetfisch-Videos kann man eigentlich immer sehen, wie ich sage, oh, eine Krampe. Holzverbinder oder wie auch immer, so irgendwie. Ja, ja. Aber das ist zu dünnwandig, das Material. Vielleicht ist dann doch keine Krampe. Also ich habe den Magneten jetzt schon über 1,5 Jahre. Der macht noch, was er soll. Allerdings sieht er echt schon ein bisschen, naja, der sieht schon ein bisschen durch aus, ne? Hat schon gut was mitgemacht. Bestimmt schon eine Tonne Schrott rausgeholt. Und für alle Neuen unter euch, die sich fragen, was ist das für ein Magnet? Der ist von der Firma Magneta Magnets. Das ist der größte von denen. Kostet etwa 200 Euro. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch mit dem Rabattcode Magneto auf der Website von Magneta Magnets 5% sparen. Stellt euch mal vor, da könnt ihr euch nämlich von der Ersparnis schon die Schutzhülle holen von den Magneten. Und jetzt? Das sieht aus wie ein Scharnier, oder? Auf den ersten Blick. Das ist doch eindeutig ein Scharnier. Oder zweideutig. Aber hier scharniert nichts mehr. Würde ich sagen. Hat sich ausscharniert. Und das hier ist... Ja, eigentlich schon, ne? Was ist ein bisschen kleiner. Was haben wir hier noch? Einen alten Henkel. Guss, das ist ein schöner Henkel. Und das war's schon wieder. Weiter geht's. Cash für die Tasche, die erste. Jawoll! Aber wir sind reich. Wir sind reich. Schau dir das an. Hier. 2 Cent. Oh yeah, oh yeah. Ich mach's mal, wie gesagt, in die Tasche. Ah. Schön! Das war's dann. Mal einen Grill hinstellen. Kann man nebenbei in der Grill. Es ist wieder soweit. Hatte ich lang nicht mehr. Rasierklinge. Wo man sich natürlich immer fragt, warum? Na gut, legen wir mal zur Seite. Handschuhe. Ja gut, aber wie gesagt, letztens habe ich schon fast in die Spritze gefasst. Das war im vorletzten Video. Da war das mit der Spritze. Oh. Wieder was, oder? Ja. Ja. Jeder Wurf ein Fang. Das sieht nach Gerüst aus. Gerüstbau. Ja, eindeutig. Das ist jetzt nicht so spektakulär eigentlich. Ne? Nee. Trotzdem gut, dass das rausholen. Kann ich ja bei eBay reinstellen. Also das ist wahrscheinlich ein Stück von einem alten Gerüst. Das liegt schon ein bisschen drin. Und das hier ist ein Stück vom neueren Gerüst. Das ist noch nicht so lang drin. Würde ich sagen, oder? Ja, einfach ja sagen. Ja. So, jetzt zeige ich euch was. Sichtfund. Gucken, was dran haben. Ihr seht's. Und nicht bloß die. Wir haben jetzt mittlerweile 1, 2, 3, 4. Welche Mordwaffe ist das denn schon? 4 Rasierklingen. Ja gut, die kommen weg und vielleicht finden wir ja noch mehr. Wir werden sehen. Also die hier. Nein, nicht ohne Schuhe. Nicht wegen der Regen. Aber irgendwas. Irgendwas haben wir doch! Ui! Oh! Damit habe ich nicht gerendet. Traube, oder? Die festhält, oder? Plexiglas oder sowas. Nee, das hier ist Metall. Das Metall, ja. Das sieht gut aus. Vielleicht ist auch ein Schild. Ja. Ah! Captain America Field. Oh! Ah. Okay, das könnte blau werden. Ach, wir werden es sehen. Was kann das Hobby hier? Ich habe immer noch nicht geguckt, ob ich Tetanus geimpft bin. So, was ist hier? Nee, das ist ein Schild gewesen. Da stand drauf, bitte abonniert meinen Kanal. Ich weiß, wo der Schild ständig dazu liegt. Ja, weißt du.
Ach so, meinst du? Der Gummi. Nee, nee. Aber hier. Schild, oder? Steht doch was drauf. Nee. Also ich sehe ja nichts. Horcht? Wir gehen dann auf jeden Fall noch vor zum Boot. So, was haben wir jetzt? Oh, noch mehr Schrott. Ein Winkel. Und. Ja. Ja, ja. Und. Ja. Könnte man mal gucken, was es sein könnte. Oh. Also. Ist das ein Stück vom Schild? Nee, guck mal hier. Also hier ist eine Feder drin. Hier so eine Spannfeder. Also irgendeine. Ich denke mal, das könnte. Boah, du. Was sagst du? Von irgendwas mit elektrischem vielleicht sein? Hier ist. Könnte Schloss aus, finde ich. Ja, also das hier könnte so. Aber hier mit so einem mit einer Feder. Das ging so hin und her wahrscheinlich. Du meinst Feinmechanik? Ja, Uhr. Ja, wird es noch langweiliger. Jetzt haben wir auf jeden Fall was dran. Es zappelt. Eine Kette. Eine Kette. Eine schöne Kette. Oh ja, Schmuck. Manche würden sagen Schmuck. Aber die hänge ich jetzt nicht unbedingt um. So, siehst du? 1A catchen. Das ist der Fahrradstieg zum Beispiel. Ja. Falls er eine braucht, kann er sich bei mir melden. Oh. Sichtfund. Sichtfund. Ist nicht magnetisch. Vielleicht ist ja eine Flaschenpost. Ich habe ja schon eine Flaschenpost gefunden. Klassiker. Oh, noch ein Sichtfund. Falls wir, nee, eine Limette. Wenn wir heute noch eine. Ja, eine Limette. Die wachsen doch hier. Das sind diese Elblimetten. Da war was. Was ist hier los? Ach, wieder ein Stück Gerüst. Nee. Letztens war es Besteck. Und hier haben wir jetzt ein Stück Blech und noch ein Gerüstteil. Oh, guck mal, hier. Oh ja, ja. Entschuldigung. Oh, oh, Gold. Nein, 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 Klingel. Kein Gold. Oh, oh, bling, bling. Guck mal, ein Papagei. Ey, hier ist was drin. Nein, Minzbonbons. Nein, das sind bestimmt Drogen. Aber Drogen wäre besser, oder? Nein, nicht. Nein. Aber wir machen es mal auf. Wir sind, oh, 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 und noch eine Rasierklinge. Rasierklinge Nummer 5 heute. Was ist denn hier los? Heute können wir uns mal rasieren, würde ich sagen. Und es ist leider leer, aber wir könnten was Schönes reinmachen am Ende des Tages. Vielleicht die Münzen. Ah, die Münzen können wir da rein. Die Münzen, sind Schatz. So, wir legen das mal hier hin und immer wenn wir eine Münze finden, machen wir das da rein. Oder eine Rasierklinge. Ich glaube, wir haben bis jetzt mehr Rasierklingen als Münzen, oder? Hier ist übrigens der Papagei. Sieht man den? Ist das überhaupt ein Papagei? Nee, das ist ein. Ah, wie heißen die? Schreib's in den Kommentar. Schreib's, was ist das für ein Tier? Wie heißen die Vogel? Ach du, nee. Ach, ich weiß es auch nicht, aber jetzt ihr seht's. Vielleicht war dein Pfund nicht gut genug. Komm hier. Das ist es. Das kann ich für zu Hause noch benutzen. Ihr wisst, was es ist. Das ist ein. Für einen Sechskant. Damit kann man eine Zündkerze aus dem Moped schrauben, zum Beispiel. Hier, das ist die Öffnung für eine Zündkerze. Steckst drauf auf den Zylinderkopf, nee, nicht Zylinderkopf, und dann kannst du die Zündkerze rausschrauben. Das ist wieder ukrainisch, da möchte
Also auf der einen Seite ein Adler. Ja, das können Sie auch nicht lesen. Ja, ich auch nicht. Tut mir leid. Aber eine Münze. Und die kommt in unsere neue Münzdose, die wir gerade aus dem Wasser geholt haben. So, Tukan auf. Münze rein. Jawohl, weiter geht's. Ich habe mal eine Flakgranate gefunden. Das war das Heftigste. Beim Magnetfischen. Beim Sondeln, also mit dem Metalldetektor, habe ich auch mal eine Panzerfaust gefunden. Da war es da das Heftigste. Oder im vorletzten Video auf YouTube eine Startbrandbombe. Ja. Was ist das? Ein Schlüssel! Ja. Ein Schlüssel. Das ist der Schlüssel zu deinem Herz. Ein kleiner Schlüssel. Klein, aber fein. Wo der wohl reinpasst, bestimmt in den Safe. Das ist ein typischer Safe-Schlüssel. Eindeutig. Das bedeutet, dieser Schlüssel kommt in den Safe, der auch da drin liegt, zusammen mit dem Schlüssel. Ich habe in Berlin mal einen Tresor gefunden, aber wie das so ist mit den Tresoren, meistens, eigentlich in fast allen Fällen, sind die natürlich leer, weil wer haut schon einen vollen Tresor ins Wasser? Also ich nicht. Oder nicht? Kommen wir mal einfach entlang. Jetzt stand ich drauf, das passiert auch beim besten Mal. Das passiert auch den besten. Achtung, was haben wir denn hier? Oh, oh. Gut vorhin. Oh, was ist das? What's that? Ach, du grüne Neune. Was ist das denn? Also ich hätte mal einen Feuerlöscher, das ist kein Feuerlöscher. Aber... Ja, das sieht aus wie so ein Ding von der Straße. Keine Ahnung. Ein Stück Betonplatte. Und machen wir die Polizei. Ja, die Polizei. Und dann... Ah, mit Metall drin. Guck mal hier. Bist du da noch blau? Hm. Hey, hey, hey. Also wenn ihr es wisst, was sein könnte, mach raus mit der Sprache. Was? Weißt du, Alter, Walter, siehst du es? Cash and siehst du es? Aber was für eins? Ich sehe nur Kronkorken eigentlich. Nein! 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 Mach mal den Finger. Oh, was ist denn das? Schaut euch an! Weltmeisterschaft. FIFA-Weltmeisterschaft. Deutschland 2006. Und jetzt drehen wir es um. Gedenkmünze. Wer wird Weltmeister? Mexiko. Was ist das denn? Also Mexiko? Wer wird... Also Mexiko nicht, aber von 2006. Und schau mal hier. Hier. Noch eine Münze. Und was steht drauf? FIFA Fußball Weltmeisterschaft? 2006. Und was steht drauf? Nicht Mexiko hoffentlich. Ach, wer wird Weltmeister? Griechenland. Ja, das war nah dran, du. Das war nah dran. Zwei fette Münzen. Aber was ist denn das? Kennt sich jemand aus? Ist es wert? Jemand schreibt. Da bin ich gespannt. Schreibt mal rein. Das sind irgendwelche Coins von der Fußball-Weltmeisterschaft. Ja. Hier ein Land dazu. In dem Fall ist es, warte, ich drehe es nochmal um, Griechenland. Und hier stand Mexiko. Ja, obercool, oder? Wettmünzen. Ja, ich dachte auch, das sind Wettmünzen. Wettmünzen? Ey, auf jeden Fall schöne Münzen. Und die sind bestimmt... Die sind im Wasser, weil sie die Wette verloren haben. Edelstahl. Und deshalb sind die auch noch nicht verrostet. Und vielleicht sind die wirklich was wert. Also, falls jemand kennt, ein Sammler oder sonst irgendwas, das würde mich stark interessieren, was das für coole Münzen sind. Oh, guck mal, hier ist noch eine dritte dran. Und noch anderes Cash für die Tasche. Guck mal hier. Was ist denn das für ein cooler Magnet? So, pass auf. Hier steht wieder da. Wer wird Weltmeister? Wer wird es diesmal? Und diesmal ist es Kamerun. Oh, Kamerun war ganz nah dran, du. Ist ein schmiedeeiserner Nagel. Schmiedeeisen. Ne, der ist geschmiedet. Ja. Der ist handgeschmiedet. Das ist ein uraltes Ding. Der kann 300 Jahre alt sein, mindestens. Holz. Guck mal, die Richtung hier. Oh, die. Ja. Nicht zu nah an Schiffrand. Oh, und hier. Was ist denn los? Bleibst du hängen? Ja, das ist was Schweres. Oh. Siehst du einen Anker raus? Nee, das safe ist. Oh. Siehst du das? Hä? Das ist ja wie eine Schatztruhe. Ein Magnet. Ein Briefkasten. Aber nein. Doch. Nein. Doch. Also, ein Briefkasten, muss ich sagen, hatte ich auch noch nicht. Das ist ja wirklich ein guter.
Leider ist keine Adresse mehr dran. Nein, kein Name. Adresse. Kein Name, meine ich. Interessant. Und ich glaube es nicht, noch eine Rasierklinge. Noch eine Rasierklinge? Rasierklinge Nummer 6 oder so. Hä? Warum so viele Rasierklingen? Da ist irgendwas dran. Oh, ein Flakon. Nee, was ist denn das? Bling, bling. Cable free, all weather. Ich würde sagen. Cable free? Dein erstes Handy? Nee, ist kein Handy. Das ist vielleicht so ein Powerbank. Nee. Aber ein Power. All weather? Cable free, all weather. Also jedes Wetter hält es nicht aus, so wie es aussieht. Weil ist ja kaputt. Sagt's mir. Ich kann ja noch mal hier hinten drauf gucken. Sind die so Steckdose irgendwo? Nee, hier ist kein Steckdose. Ach hier, das ist ein Lautsprecher. Ein Lautsprecher. Das ist ein alter Lautsprecher. Das war cool, das Ding. Na, da kommt hier Musik raus und hier. Kommt da Musik raus. Servus. Servus. Leute. Ha! Was war das für ein schöner Tag? Wir haben wieder Beute gemacht. Wir haben Beute gemacht. So, was haben wir denn? Wir haben, glaube ich, das sind bis 4 Rasierklingen. Wir haben, glaube ich, insgesamt, ich weiß nicht, 6, 7. Ein ganz bisschen Cash für die Tasche. Ach, das liegt alles in der Box noch drin. Naja, egal. Aber das war das Beste jetzt. 3 Münzen von der Fußball-Weltmeisterschaft. Was auch immer die wert sind, keine Ahnung. Ich habe mich tierisch drüber gefreut. War schön. Wir hatten einen Briefkasten, wir hatten eine fette Kette. Hier unten sieht man noch mal ziemlich viel Schrott, was rauskam vom Baugerüstzeug. Ach, was weiß ich alles. Eine Gabel und eine Menge andere tolle Sachen. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Also, falls euch das gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Ansonsten würde ich sagen, Magnese sagt erstmal Tschüssikowski, war schön und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi Brause, tschüss!